Einen wunderschönen guten Abend. In Deutschland geht es wirtschaftlich bergab und die Ampelkoalition verschärft diese Situation durch ihre katastrophale Sparpolitik sogar noch. Was könnte man jetzt tun, um daran etwas zu ändern? Welche finanzpolitischen Maßnahmen könnte man jetzt ergreifen? Nun, diese Frage wurde zumindest so ähnlich bei Maybrit Illner vor einigen Wochen diskutiert. Mit dabei war unter anderem die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. Schauen wir uns mal an, was für, ja, Lösungsvorschläge die Vertreter unserer Altparteien hier vorzubringen haben. Teuer wird's für Deutschland. Das ist unser Thema heute Abend und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer. Christian Lindner wollte die Schuldenbremse nicht aussetzen, die SPD keine Sozialleistungen kürzen und die Grünen keine Klimasubventionen hergeben. Fast hätte es die Ampel zerlegt. Nach 4 Wochen dramatischem Regierungsstreit sollen jetzt Kürzungen und höhere Abgaben, die 17 Milliarden einspielen, die fehlen. Für alle wird Heizen und Autofahren teurer, der CO2-Preis steigt schneller und stärker als geplant. Und sonst noch? Wie teuer wird's fürs Land? Das fragen wir uns und diese Gäste. Die Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ricarda Lang. Christian. Also bei den Landwirten wurde ja auch beispielsweise geplant, die Agrarsubventionen zu kürzen, was man jetzt die Subvention für Agrardiesel zu kürzen, was man mittlerweile teilweise wieder zurückgezogen hat. Also ja, man erhöht die Steuern für die Bürger, um sein eigenes finanzpolitisches Versagen und vor allem die weitere Aufrüstung finanzieren zu können. Jan Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP. Der CDU-Haushaltsausschussvorsitzende Helge Braun. Die Journalistin Christina Dunz. Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztipp. Und Sarah Tacke, Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Sie begrüßt alle Gäste nochmal ausgesprochen herzlich. Eigentlich hatte man sich vorgenommen, dass... Die Frau vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die eben vorgestellt wurde, das ist eigentlich eine SPD-Vertreterin. Also eben hatten wir die Runde so schön im Bild. Schauen wir uns doch das mal an. Wir haben hier einen CDU-Vertreter, wir haben eine Vertreterin der Grünen, wir haben einen Vertreter der FDP und wir haben eine Vertreterin der SPD. Wieso bezeichne ich die Frau vom Redaktionsnetzwerk Deutschland als SPD-Vertreterin? Nun, das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist in der Hand der Matzak, also der Verlagsgesellschaft Matzak. Und deren größte Kommandistin ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, welche zu 100% der SPD gehört. Das ist das 11. größte Medienunternehmen der Bundesrepublik. Also die SPD hat quasi mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und der deutschen, wie der deutschen Drucks- und Verlagsgesellschaft teilweise gehört, ein riesiges Medienimperium aufgebaut. Das ist eine ziemlich reiche Partei. Und so Leute, die also de facto die Interessen der SPD vertreten, die werden dann in solche Talkshows eingeladen und es wird nicht mal darauf hingewiesen, wem das Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört. Sie begrüßt alle Gäste nochmal ausgesprochen herzlich. Eigentlich hatte man sich vorgenommen, dass es keine Nachtsitzungen mehr geben soll. Die Einigung im Haushaltsstreit gab es am Mittwochmorgen um 5. Auftritt nach 12 Stunden Nonstop-Verhandlungen. Die drei von der Ampel fühlen sich alle als Sieger der Haushaltsrangeleien. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Sie sorgen für Impulse für die wirtschaftliche Stabilität und Erneuerung. Weil die Orientierung an der Schuldenbremse für uns weiter von großer Bedeutung ist. Jetzt wird kräftig gespart, umgeschichtet und der Bürger zur Kasse gebeten. Strom, Gas, tanken, überall wird der stärker steigende CO2-Preis spürbar. Dazu kommen eine Kerosinsteuer für Inlandsflüge. Für die Bauern wird Agrardiesel teurer. Eine Eskalation im Ukraine-Krieg würde die Koalition allerdings anders finanzieren. Um vorbereitet zu sein, haben wir bereits miteinander vereinbart, in einer solchen Lage dem Bundestag einen Überschreitungsbeschluss vorzuschlagen. Für die Opposition klingt das verdächtig nach einer neuen Schuldenbremsen-Hintertür. Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Und dann wollen Sie uns in Anspruch nehmen, noch einmal für die Überschreitung der Verschuldensgrenze des Grundgesetzes. Diesen Trick lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Herr Bundeskanzler. Da wird von Hintertüren gesprochen, aber erstmal Christina Dunz, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hat Christian Lindner sich durchgesetzt? Es bleibt bei der Schuldenbremse. Denkt dran, Redaktionsnetzwerk Deutschland heißt SPD.
Also sie wird nicht noch mal ausgesetzt. Wie groß ist die Unruhe bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen? Bei den Sozialdemokraten war sie am Mittwoch sehr groß, weil man den Kanzler ja so verstanden hatte und auch bei dem Parteitag so verstehen konnte, dass die Belastungen, die durch die Unterstützung für die Ukraine auf Deutschland zukommen werden, ein guter Grund sind, eine Notlage zu erklären. Und jetzt könnte man sagen, er hat sich nicht gegen seinen Finanzminister durchgesetzt. Herr Bundeskanzler ist, oder Olaf Scholz ist Bundeskanzler, Christian Lindner regiert im Moment. Insofern würde ich sagen, der Punkt geht kurzfristig an den Parteichef. Langfristig, der Parteichef der FDP, langfristig, glaube ich, kommt es als Boomerang zurück. Wir haben gesehen, in den Ländern bei den Wahlen hat die FDP sehr stark verloren. Sie hat nur 2 Punkte. Schuldenbremse einhalten, keine Steuern erhöhen und es wird anders kommen. Ja, das keine Steuern erhöhen, das hat die FDP ja jetzt schon gebrochen. So wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie erhöht, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme, die versprochene Steuererhöhung auf Agrardiesel sollte auch kommen, die CO2-Steuer wird erhöht. Und stimmt, einige Sachen, die keine Steuererhöhung waren, aber natürlich auch das Einkommen der Bürger auffressen, ist die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge und die Erhöhung der Lkw-Maut. Also das Versprechen hat die FDP jetzt schon gebrochen. Und insgesamt würden Sie sagen, dass der Crash dieser Koalition schon wie nah war und ist er jetzt nur aufgeschoben? Das haben Sie im Grunde gesagt. Was man dazu sagen sollte, die Steuern für große Unternehmen bzw. für Unternehmen allgemein sollen gesenkt werden durch das Wachstumschancengesetz. Das macht es Unternehmen, je größer die Unternehmen sind, desto einfacher geht das dann, leichter Abschreibungen zu tätigen. Das sind Steuersenkungen von bis zu 6 Milliarden Euro pro Jahr, die erst in ein paar Jahren greifen werden. Angedeutet. Also das, was zu hören war aus der SPD, war, dass der Finanzminister quasi dem Bundeskanzler die Pistole auf die Brust setzt und sagt, ich weiche hier nicht, ich will die Schuldenbremse nicht aussetzen, jedenfalls das jetzt nicht ankündigen. Und er hatte dann, also der Bundeskanzler hatte dann nur die Wahl, friss oder stirb. Herr Lindner ist ja auch etwas früher aus diesen Verhandlungen herausgegangen. Die beiden anderen, Habeck und Scholz, blieben sitzen und haben sich dann letztendlich dazu durchgerungen, dazu erstmal Ja zu sagen. Mhm. Herr Dürr, jetzt müssen Sie, Fraktionschef der Liberalen, kurz erklären, das war eine Pistole auf der Brust des Bundeskanzlers, weil Sie diese Umfrage fürchten, die Sie unter den FDP-Mitgliedern machen. Aber die ist ja eigentlich nicht bindend. Die Umfrage, das kann man jetzt schon mal sagen, die ist mit knapper Mehrheit für eine erhaltene Ampelkoalition ausgeblieben. Also die FDP-Wähler, die FDP-Mitglieder trauen sich auch nicht, diese Koalition zu beenden, weil sie genau wissen, dass ihre Partei dann wahrscheinlich aus dem Bundestag fliegen würde. Da stehen Sie drüber. Also nein, es geht doch darum, einen vernünftigen Haushalt aufzustellen und sich ans Grundgesetz zu halten. Das Verfassungsgericht hat noch mal deutlich gemacht, wie die Schuldenbremse umzusetzen ist. Ja. Und wir haben keine besonderen. Die Schuldenbremse ist ein antidemokratischer Anschlag auf unsere Verfassung. 2009 haben den Merkel und ihr SPD-Koalitionspartner in die Verfassung reingeschrieben, um in Zukunft eine vernünftige Sozialpolitik, eine antizyklische Wirtschaftspolitik zu verhindern. 2009 hat Merkel das Modell des Lohndumpings, des Leistungsbilanzüberschüsse erzielens und des Schuldenmachens auf andere EU-Länder abzusetzen. Das hat Merkel 2009 mit der Schuldenbremse quasi ins Grundgesetz geschrieben. Und so eine Schuldenbremse, so eine Regel, das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt, die hat in einer Verfassung nichts verloren. In so eine Verfassung gehören Regeln, wie unsere Demokratie gestaltet sein soll, welche Grundrechte für jeden gelten sollen. Aber da gehören keine konkreten Haushaltsregeln fürs Parlament rein. Es ist ein antidemokratischer Anschlag auf unsere Verfassung. Ein neoliberales Ideologieprojekt, auf das bestimmte Thinktanks, wie beispielsweise die Mont Pelerin Society oder die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft schon seit Jahrzehnten darauf hinarbeiten. Andere Notlage für das Haushaltsjahr 2024 gesehen. Und deswegen ist es auch richtig, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben ja bei Corona-Zeiten gesehen, dass da Geld für alles Mögliche da war. Damit hören wir auf. Und ich will hinzufügen, Frau Inner, was mich wirklich freut, auch Teil dessen, was vereinbart worden ist, dass wir trotzdem die steuerlichen Entlastungen, nicht bei der Einkommensteuer, also für die Arbeitenden mit im kommenden Jahr. Von diesen steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer, da profitieren höhere Einkommen logischerweise mehr als niedrigere Einkommen, weil die Einkommenssteuer eine progressive Steuer ist. Von den Steuererhöhungen bei Gas, Fernwärme, in der Gastronomie, da leiden vor allem die ärmeren und die mittleren Einkommen drunter. Also die Steuern für die Armen und die Mitte werden erhöht, die Steuern für die Reichen werden etwas gesenkt. Also auch nicht sonderlich stark. Bei der Einkommenssteuer, das ist vor allem eine Inflationsanpassung des Steuerfreibetrags. Viel mehr ist das auch nicht.
bekommen. Mhm. Das ist immerhin für eine Durchschnittsfamilie, zwei Mutter und Väter, die arbeiten, und zwei Kinder, über 500 Euro im Jahr Entlastung. Hier, wir haben Belastung bei der CO2-Bepreisung, das stimmt. Das ist der Pfad, ja, der wird wieder aufgenommen, was die Große Koalition schon beschlossen hatte. Ja. Das sind Belastungen. Aber wenn man netto drunter zieht, dann wird eine Familie der Mitte in Deutschland richtigerweise entlastet. Also die das ist eine Lüge. Also das ist einfach eine Lüge. Das ist bei der, wie gesagt, Steuererhöhung bei Gas, bei Fernwärme, bei in der Gastronomie, dazu noch Erhöhung der Lkw-Maut. Also insgesamt werden kleine und mittlere Einkommen nicht entlastet. Ganz die arbeiten, schon die wieder die inhaltliche haben. Kurve bekommen. Hätte der Bundesfinanzminister diese Regierung springen lassen, um den Preis auf gar keinen Fall die Schuldenbremse noch mal auszusetzen? Nein, Christian Lindner hat ja frühzeitig gesagt, dass er nicht sieht, dass man die Schuldenbremse noch mal aussetzen könnte und dass es dafür weder eine verfassungsrechtliche noch eine politische Begründung gibt. Sahen die Grünen und die Sozialdemokratie anders? Es ist kein Geheimnis, das kann man, glaube ich, offen sagen, dass es zwischen den Parteien im Deutschen Bundestag eine unterschiedliche Haltung zur Schuldenbremse gibt. Die FDP ist da klar aufgestellt. Ja. Ich an Herrn Braun denke, hat sich ja 2021 schon sehr kritisch zur Schuldenbremse geäußert. Viele CDU-Ministerpräsidenten, wir haben da eine klare Haltung. Und einen Satz noch. Die Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck, sondern die schützt zukünftige Generationen vor Belastungen. Und das ist mir wichtig. Und deswegen geht es darum, auch Steuererhöhungen in Zukunft zu verhindern. Jetzt die Bürger dafür ist natürlich eine der wichtigen Fragen dieser Sendung. Ricarda Lang ist gleich dran. Und wir zitieren vorher noch mal ein Wort des Kanzlers. Eine Woche nach der Urteilsverkündung wandte sich der Kanzler im Deutschen Bundestag an seine Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts. Sagt der Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt kommen neue Belastungen auf die Bürger zu. Im Grunde hat sich die Ampel geeinigt darauf, dass in allererster Linie die Bürger diese 17 Milliarden zahlen und ein Teil der Industrie diese 17 Milliarden zahlen. Frau Lang, hat der Bundeskanzler sein Wort gebrochen? Nein, das war natürlich ein etwas großes Wort zu sagen. Es gibt gar keine Änderung im Alltag. Aber wenn man sich anschauen muss, was konkret passiert, wenn wir zum Beispiel den CO2-Preis anschauen, gehen wir zurück auf den Pfad, der bereits von der Großen Koalition vorgesehen war. Damals war unter völlig neuen Bedingungen. Ohne Entlastung. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren massive Entlastung auf den Weg gebracht. Herr Dürr hat gerade welche angesprochen, wenn es um die Einkommensteuer geht. Ja. Durch die Abschaffung der EEG-Umlage zahlen wir 85% von dem, was über den CO2-Preis reinkommt, zurück an die Menschen und an die Bürger. Und es gibt zum Beispiel mit der Senkung der Stromsteuer auch Entlastungen für die Unternehmen im Land. Und gleichzeitig haben wir in den letzten Wochen massive Angriffe auf den Sozialstaat erlebt, auf die Kindergrundsicherung, auf das Bürgergeld. Mhm. Und die konnten abgewandt werden. Wir stehen von der FDP? Ich spreche vor allem von Friedrich Merz, der mir gesagt hat, weg damit. Die Kindergrundsicherung ist im Grunde genommen ein bisschen mehr, sehr viel mehr Bürokratie und dann vielleicht ein paar Euro mehr pro Kind. Also das ist eine Luftnummer. Das ist viel zu wenig Geld, was da reingesteckt wird. Also hätte man genauso gut lassen können. Das ändert fast nichts. Damit weg, damit, das würden wir alles sofort abschaffen. Und das konnten wir verhindern. Wir stehen zum Bürgergeld. Wir stehen vor allem auch zur Kindergrundsicherung, die unverändert kommen. Das Bürgergeld ist auf den Euro genau so hoch wie Hartz IV. Also die Behauptung, mit Bürgergeld würde irgendwer entlastet werden, das stimmt so nicht. Obwohl die Zuverdienstregeln und die Menge an Vermögen, die man behalten darf, sind etwas großzügiger, aber das war's auch schon. Also ansonsten ist das Bürgergeld nur umbenanntes Hartz IV. Und selbst das will man ja jetzt wieder verschärfen. Aber Sie wollten, das heißt, damit geben wir gerade Menschen mit einem kleinen Einkommen und auch mit einem kleinen Geldbeutel Sicherheit im Land. Sie muten, das werden wir gleich noch besprechen, Sie muten den Menschen tatsächlich an vielen Stellen etwas zu. Auch die Gaspreisbremsen werden ausgesetzt. Es werden die Mehrwertsteuer bei Gastro steigen. Es kommen jetzt eben auch die höheren CO2-Preise dazu. Und das, was man sich natürlich fragt, ist, das alles, um diese Ampel zusammenzuhalten, Frau Lang, wenn Sie das Gefühl haben, dass es eigentlich auch eine andere Lösung gegeben hätte, nämlich dafür zu kämpfen, dass die Notlage noch mal erklärt wird und die Schuldenbremse ausgesetzt wird. Ich glaube, da müssen wir jetzt einmal unterscheiden. Bei der Notlage haben wir ja ganz konkret über die Ukraine gesprochen. Und da sagen wir auch weiterhin, wir finanzieren jetzt die Ukraine aus dem Haushalt. Man kann immer noch Ukraine sagen, man kann Verteidigung sagen, man kann Flüchtlinge sagen. Werden wir es auch finanzieren. Das stimmt. Deutschland wird diesen irren Stellvertreterkrieg, der da gerade in der Ukraine läuft, 8 Milliarden Euro am Laufen halten. Also Selenskys korruptes Regime bekommt 8 Milliarden Euro an Waffen, an Geldzahlungen. Es ist komplett irre, was da gerade passiert. Da wird wahrscheinlich noch was draufgelegt werden.
Aber um jetzt nochmal auf die Behauptung von Christian Dürr vorhin zurückzukommen. Da hat das DIW eine sehr interessante Tabelle veröffentlicht. Also ich muss gleich dazu sagen, ich mag das DIW vor allem unter Marcel Fratscher absolut nicht. Also Fratscher, der ist immer relativ regierungshörig, aber hier hat das DIW tatsächlich mal eine sehr interessante Berechnung angestellt, die man sich durchaus ansehen kann. Also hier sieht man ganz klar, dass bei den Entlastungen, also den Entlastungen im Jahr 2024 insgesamt in einem Single-Haushalt, dass bei einem Einkommen von unter 50.000 Euro, bei einem Single jetzt, deutlich höhere Belastungen auftreten. Das heißt, die Mitte und die Armen, die werden deutlich, deutlich mehr belastet durch diese Ampeleinigung. Das Gleiche gilt bei einer Familie mit zwei Kindern und bei Alleinerziehenden mit einem Kind. Da sieht es noch schlimmer aus. Da werden alle Einkommen auch bis 50.000 Euro mehr belastet. Also die Behauptung von Christian Dürr, wir entlasten die Bürger, die stimmt einfach nicht. Man entlastet Besserverdienende ein bisschen, aber die Mehrheit der Bevölkerung, die belastet man mehr durch diese Einigung. Dass ich grundsätzlich für eine Reform der Schuldenbremse streite, ja, das ist so. Das ist eine Lüge. Also die Grünen haben sich nie für völliger Schwachsinn. Die Grünen setzen sich nicht für eine Reform der Schuldenbremse ein. Das haben sie kein einziges Mal in der Koalition irgendwie vorgebracht. Und wenn sie eine Reform wollten, ja, dann hätten sie das ja irgendwann mal vorschlagen können. Also völliger Schwachsinn. Aus meiner Sicht, dass ein Zeichen der Generationengerechtigkeit wäre, wenn die Älteren in das investieren, was den Jüngeren Freiheit gibt. Aber am Ende finde ich es auch ein Wert, dass diese Ampel in der Lage ist, sich zu einigen. Denn ich würde es mal umdrehen. Wenn ich jetzt gerade sitzen würde und wir hätten diese Woche keine Einigung gefunden, würden Sie mich wahrscheinlich fragen, Frau Lange, wie kann es denn sein, dass die Regierung überhaupt einen Haushalt aufgestellt bekommt? Das ist ein Wert an sich. Ja, also muss ich echt an den Kopf fassen bei dieser Partei. Wenn man mal über seinen Schatten springt, warum sind Sie nicht mal ein bisschen pragmatisch? Man das muss doch in der Lage sein, sich zu einigen. Genau, das lief jetzt 4 Wochen lang. In dem Moment, wo man sich geeinigt hat, heißt es, Frau Lang, warum sind da nicht nur grüne Punkte drin? Herr Dürr, warum sind nicht nur FDP-Punkte drin? Ich glaube übrigens, dass wir von diesem Wer ist der Gewinner, wer ist der Verlierer mal wegkommen. Also kann sein, dass die Mainstream-Medien diese Frage stellen, aber die viel zentrale Frage ist, wieso wird unser Land gerade absichtlich gegen die Wand gefahren? Also die Wirtschaft schrumpft gerade und die Regierung, die kürzt die Ausgaben. Also wir können uns ja mal den Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe ansehen. Der ist so niedrig wie zuletzt im Jahr 2014 oder mit Ausnahme der Corona-Krise vielleicht. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie, also verarbeitendes Gewerbe und Bergbau ist das hier zusammen. Die Produktion ist 15% niedriger als noch im Jahr 2018. Die Produktion in der energieintensiven Industrie ist 20% niedriger als noch vor 2 Jahren. Also unser Land deindustrialisiert sich gerade in wirklich atemberaubendem Tempo. Vor allem die energieintensive Industrie stürzt ab. Wieso kommt es da nicht zu einer massiven Nachfragestimulierung? Wieso sorgt man nicht dafür, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben? Ja, warum wirkt man die Wirtschaft absichtlich ab? Das ist jetzt die Frage. Wir sind ja schon schwer inhaltlich. Landstabilität. Wir sind ja schwer. Also das hat nichts mit Stabilität zu tun. Die Regierung zerstört gerade durch ihre Sparpolitik absichtlich die deutsche Wirtschaft. Also die Landwirte haben sich ja jetzt zum Glück erfolgreich dagegen gewehrt, gegen diese völlig irre Politik. Aber wenn es da nicht mal Massenproteste, einen Generalstreik, was weiß ich, irgendwie deutlichen Widerstand gibt oder bei Europawahl mal ein Wahlergebnis, was diese verrückte Ampelkoalition mal aufweckt, solange es das nicht gibt, solange wird diese Politik weitergehen. Also unser Land wird gerade absichtlich deindustrialisiert, unsere Wirtschaft wird absichtlich zerstört. Inhaltlich und, das nennen die Grünen Stabilität. Also da muss man, das muss man sich mal überlegen, in was für einer irren Situation wir uns gerade befinden. Auf wessen Kosten findet diese Einigung jetzt statt? Hermann Josef Tenhagen ist bei uns, Chefredakteur von Finanztest. Herr Tenhagen, okay, Finanztipp bitte. Tipp! Ganz korrekt. Wir testen nicht den Finanztipp, sondern wir haben den Chef von Finanztipp hier. Herr Tenhagen, Sie helfen uns bei der Beantwortung der Frage, ob auf einen Vertrag zulasten Dritter geschlossen wurde? Also so hat es Herr Lindemann formuliert von der CDU. Das müssen Sie jetzt nicht im Munde so führen. Das ist ja noch eine freundliche Formulierung. Der Bürger wird ausbaden, was die Ampel vorher verschlampert hatte? Naja, also die Frage ist einfach, der Bürger muss mehr bezahlen.
So. Punkt. Ist das verschlampert worden? Ich würde sagen, da ist so ein dreifaches Unentschieden rausgekommen. Nichts ist richtig vorangegangen. Mhm. Aber am Schluss muss es irgendwie bezahlt werden. Und dann hat man unterschiedliche Wege gesucht, um es zu bezahlen. Und das, was diese Woche verabschiedet worden ist, ist für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht der große Punkt. Der große Punkt ist tatsächlich das Gesamtbild. Da wird, im Augenblick sind die Energiepreise noch hoch. Da wird die Energiepreisbremsen werden zum Jahresende abgeschafft. Das ist bei Gaskunden ein richtiges Problem, bei Leuten mit Fernwärme womöglich ein noch größeres Problem, da sind die Preise im Augenblick. Ja, das muss man sich mal überlegen. Also die Regierung beginnt einen Wirtschaftskrieg gegen Russland, gegen unseren wichtigsten Rohstofflieferanten und anschließend dämpft sie nicht mal diesen Preisschock auch nur minimal ab. Also dass man diese Bremsen jetzt auslaufen lässt, das ist zum einen natürlich diesem völlig gegen die Wand fahrenden Plan zu verdanken, die Schuldenbremse einhalten zu wollen. Also das hat mit wirtschaftlichem Sachverstand nichts mehr zu tun. Zum anderen dafür, dass man den Bürgern jetzt die Rechnung für die eigene verfehlte Politik präsentieren will. Ich meine, man könnte ja auch beispielsweise den Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden und wieder billiges Gas importieren. Dann bräuchte man auch keine Preisbremsen. Im Durchschnitt doppelt so hoch wie das, was die Preisbremse sagt. Dann kommt die Frage der Mehrwertsteuererhöhung beim Gas und dann kommen die CO2-Abgaben dazu und all das zusammen macht dann eine teure Rechnung. Wenn man jetzt nur die Entscheidung dieser Woche nimmt, dann kostet das 15 Euro oder 20 Euro mehr für den Sprit im Jahr. Das kostet 20 Euro mehr fürs Heizöl oder 30. Rechnen wir nachher noch mal vor. Kann man noch mal vorrechnen. Na, was das dann auch für eine einzelne Familie bedeutet. Bei uns ist der ehemalige Kanzleramtsminister, so haben wir ihn noch in Erinnerung. Lange ist er tatsächlich das mittlerweile nicht mehr und leitet jetzt den Haushaltsausschuss, Herr Braun. Das tun Sie mit ganzer Kraft und waren nicht nur in diesen letzten 4 Wochen natürlich bei allem mit dabei, sondern können jetzt auch mal ganz formal sagen, steht denn jetzt dieser Haushalt in Ihren Augen oder ist da noch irgendwas nicht ordentlich, um ihn zu verabschieden? Also da sind noch sehr, sehr viele Probleme. Wir kennen ja bisher sozusagen nur eine mündliche politische Einigung. Wir kennen noch nicht irgendwie mal eine konkrete Aufschlüsselung. Zum Beispiel die Deutsche Bahn soll Privatisierungserlöse erhalten. Was? Epe, Beleidigungen im Chat werden gelöscht. Also ist nun mal so. Welches Tafelsilber wollen wir denn jetzt verkaufen? Ist das sinnvoll, das jetzt zu verkaufen? Kennt ja jeder, wenn man in der Not etwas verkauft, dann verkauft man es vielleicht nicht zum besten Preis. Da sind noch sehr viele Probleme, vor denen wir stehen. Und dazu kommt, dass auch manche Buchungen gar nicht nachvollziehbar sind. Plötzlich sollen nächstes Jahr mehr Menschen in Arbeit gebracht werden, als das bisher der Fall war. Dem steht aber gar keine Maßnahme gegenüber bei der Einsparung im Bürgergeld. Und insofern. Sprich, es sind Fantasiezahlen. Es sind Fantasiezahlen. Glaube ich, wenn man sich anschaut. Die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland seit etwa 2 Jahren mittlerweile schon. Also seit Anfang 2020 steigt die Arbeitslosigkeit. Da sind ein paar Buchungstricks verbunden eben mit Belastungen der Bürger, aber dass die Ampel bei sich selber irgendwo mal gespart hätte, weniger Personal in den Ministerien oder so auch schon mal, um da ein Zeichen zu setzen, da sehe ich gar nichts. Also ihr seht, auch die CDU ist keine Alternative. Die CDU will noch mehr Geld sparen. Die CDU will der Wirtschaft noch mehr Nachfrage entziehen. Die CDU will unser Land noch schneller deindustrialisieren. Also was Braun hier gesagt hat, das ist genauso irre wie das, was die Regierung gerade anstellt. Also wenn wir auf die CDU gehört hätten, das ist auch sehr interessant, auf so Leute wie Norbert Röttgen beispielsweise, dann hätten wir noch einen schärferen Wirtschaftskrieg gegen Russland geführt, dann hätten wir schon im Frühjahr 2022 beispielsweise kein Gas mehr aus Russland bezogen. Dann hätten wir im letzten Winter vielleicht tatsächlich eine Gasmangellage gehabt. Also wenn wir auf Leute aus der CDU gehört hätten. Also hier zeigt sich auch wieder, dass die CDU keine Alternative ist. Und das zeigt sich in dieser gesamten Talkshow eigentlich auch nur. Uns wird bewiesen, dass die Altparteien alle nur dasselbe Programm vertreten, von SPD über FDP bis zu Grünen und CDU, wollen alle eigentlich das Gleiche und keiner spricht die eigentlich zentralen Probleme aus unserem Land an. Und ich glaube, deswegen haben die hier auch keinen Vertreter von BSW, von der AfD, von Freien Wählern, von was weiß ich, irgendeiner anderen Partei mal eingeladen, sondern nur Vertreter der Altparteien. Die Altparteien sind hier unter sich und sie können uns hier eigentlich aufzeigen, dass keiner eine Alternative hat. Die Kollegen Ihrer Fraktion noch mal klagen, Herr Braun, also darum ging es ja auch recht lange und recht ausführlich, dass vermieden werden will und soll, dass dieser Haushalt noch mal nicht verfassungsfest ist, also rechtlich nicht hinreichend klar ist. Sehen Sie eine solche Gefahr?
wenn wir darüber reden, dass wir Kürzungen und Mehrausgaben an unterschiedlichen Stellen im Haushalt haben, das wäre kein Klagegrund. Wenn aber die Schuldenbremse noch mal in der Notlagenerklärung ausgesetzt werden würde für Dinge, die schon zurückliegen, die schon bekannt sind oder die der Höhe nach dafür ungeeignet sind, muss man klar sagen, die Union steht nicht dafür zur Verfügung, dass man, egal um welchen guten Zweck zu erreichen, gegen das Grundgesetz verstößt. Und jetzt wird immer gesagt, die Ampel hat sich entschieden, die Schuldenbremse einzuhalten. Wir haben eigentlich gerade zwei Themen, wo immer angedeutet wird mit neuen Begriffen, dass man möglicherweise die Schuldenbremse aussetzt. Ganz konkret schon eben, was die Lösung des Ahrtals angeht. Dazu kann ich nur sagen, dass wir das machen, steht außer Frage. Flutopfer werden wir auch noch mal erklären. Dass wir das machen ist klar, aber dass wir wegen 2,6 Milliarden bei einer jährlichen Verschuldungsmöglichkeit von 14 eine Notlage ausrufen, halte ich für völlig absurd. So, aber formal hat natürlich Christian Lindner jetzt erstmal zu verbuchen oder kann verbuchen, dass diese Schuldenbremse eingehalten wird. Deutschland befindet sich in einer Notlage. Und das, weil die Ampel eben eine Sparpolitik betreibt. Weil die Ampel die Nachfrage in Deutschland noch weiter abwirkt. Also schauen wir uns doch mal beispielsweise den Wohnungsbau an. Der Produktionsindex dort hat sich ja noch gar nicht so schlecht entwickelt. Der ist die letzten 2 Jahre ungefähr konstant geblieben, wenn sich das hier anschaut. Aber der Auftragseingang, also das, was uns bald bevorsteht, der ist mittlerweile wieder in der Nähe der Niveaus von 2015, 2016. Also hier, damals befand er sich bei ungefähr 100 und jetzt befindet er sich bei 110. Also ungefähr 10-20% unter dem Auftragseingang der letzten Jahre. Das heißt, auch der Wohnungsbau, der wird weiter abstürzen. Und wir sehen, dass die Baugenehmigung, also das ist ja das gesamte Bauhauptgewerbe, das ist nicht nur der Wohnungsbau, aber der Wohnungsbau, der befindet sich durchgängig im freien Fall. Das Bauhauptgewerbe, diesen Peak, den ihr hier kurz in den letzten Monaten gesehen habt, der sich gerade auch wieder abbaut, der ist durch einige Großaufträge im Tiefbau unter anderem zustande gekommen. Der Wohnungsbau, der ist stabil abgestürzt in der ganzen Zeit. Ja, was soll man dazu sagen? Wir befinden uns in einer schweren Wirtschaftskrise und viele Indikatoren zeigen nach unten. Dieser Einbruch im Auftragseingang beim Wohnungsbau, den hat übrigens die EZB durch ihre Zinserhöhung ausgelöst. Das wurde von Leuten wie Christian Lindner unterstützt, von Leuten wie Lars Feld. Die haben das monatelang gefordert, dass die EZB immer weiter die Zinsen erhöht. Und der SPD-Politiker Joachim Nagel, der unser Bundesbankpräsident ist, der hat das sogar mit beschlossen. Das heißt, die gesamte Bundesregierung steht hinter diesem wirtschaftlichen Selbstzerstörungskurs, den die EZB gerade führt. Und die Bundesregierung fährt ja durch ihre Sparpolitik genauso einen Selbstzerstörungskurs. Wird oder kann er das eigentlich nicht? Und hat er damit den Kanzler erpresst, damit der nicht zu Ihnen überläuft, der Herr Lindner? Ich weiß nicht, wie die drei das untereinander besprochen haben. Aber eigentlich kann man doch nur seriös sagen, wenn irgendwann in Zukunft eine unerwartete neue große Notlage eintritt, aus welchem Grund auch immer. Dafür ist das Grundgesetz da. So. Im Augenblick gibt es überhaupt keinen Grund, eine Notlage. Nein, also auch das, was Braun hier sagt, passt nicht zur Realität. Im Grundgesetz ist nicht definiert, was eine Notlage ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Man schreibt so eine Schuldenregel ins Grundgesetz. Und man sagt dann, ja, die kann bei einer Notlage ausgesetzt werden. Man definiert aber überhaupt nicht, was eine Notlage ist. Also die Bundesregierung könnte wirklich alles als Notlage deklarieren und niemand könnte etwas dagegen sagen, da eben niemand weiß, was eine Notlage sein soll. Das ist ein weiterer Grund, warum so eine Regel nichts in unserer Verfassung zu suchen hat. Also wie gesagt, das ist eine Vergewaltigung unserer Verfassung, dass da so etwas drinsteht. So eine Schuldenbremse, die hat nichts im Grundgesetz verloren. Die muss da ersatzlos rausgestrichen werden. Zu erklären. Aber der Kanzler hat gleich in seiner ersten Rede 2 Gründe genannt. Einen, den er sich auf der Zeitachse vorstellen kann und einen, den er sich sogar sofort vorstellen kann. Insofern ist für mich die Frage, ob die Schuldenbremse steht oder nicht, in der Ampel überhaupt nicht klar. Aber darf ich da einmal noch mal nachfragen? Die Schuldenbremse steht nicht, da die Unternehmen Netto-Sparer sind. Also die Unternehmen investieren nicht mehr, sie sparen und das mittlerweile seit 20 Jahren. Ich kann euch die Statistik zeigen, die ich euch hier immer wieder gezeigt habe und die wirklich jedes Argument, was irgendwie für die Schuldenbremse vorgebracht wird, widerlegt. Die Schuldenbremse ist einfach nicht realistisch einzuhalten, solange die Unternehmen sparen. Wenn die Unternehmen nämlich sparen, wenn die privaten Haushalte sparen, was sie so gut wie immer tun, dann gibt es eigentlich nur noch 2 Sektoren, die sich verschulden können. Das Ausland und den Staat. Und das Ausland, das sind unsere europäischen Handelspartner.
Wenn die sich verschulden, und die können sich endlos verschulden, wenn die ihre Schulden immer weiter steigern, dann haben wir irgendwann eine Eurokrise. Also kann sich letztendlich nur der Staat verschulden. Wie gesagt, die Grafik, die ich euch schon so häufig gezeigt habe und die man gar nicht häufig genug zeigen kann. Hier seht ihr die Finanzierungsseiten der Wirtschaftssektoren in Deutschland und die Unternehmen sind seit Anfang der 2000er Sparer. Der Staat hat zumindest mal in den letzten 10 Jahren tatsächlich etwas an Schulden abgebaut. Aber das war nur möglich, weil Deutschland riesige Leistungsbilanzüberschüsse hat. Also ohne diese gigantischen Leistungsbilanzüberschüsse muss der Staat sich verschulden. Und das war halt 2022, als der Leistungsbilanzüberschuss dank des Preisschocks, dank des Wirtschaftskrieges gegen Russland eingebrochen ist, der Fall. Auch da musste der Staat sich deutlich verschulden und hat davon beispielsweise die Gaspreisbremse finanziert. Wenn der Auslandssektor weiter auf so einen hohen negativen Finanzierungssaldo hat, wir also weiterhin so einen hohen Leistungsbilanzüberschuss haben, dann bedeutet das, dass irgendwer Schulden machen muss. Und das sind dann Frankreich, Italien, Spanien. Und dort wird es dann über kurz oder lang zu neuen Schuldenkrisen führen. Oder irgendwelche kleinen Länder in Osteuropa, wie Bulgarien oder die baltischen Staaten, die sich das noch viel, viel weniger leisten können als die großen Länder der Eurozone. Also es gibt keinen langfristigen Plan, wie man die Schuldenbremse einhalten könnte. Die Schuldenbremse ist in den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unrealistisch einzuhalten oder fast unmöglich einzuhalten, wenn man keine neue Eurokrise heraufbeschwören will. Und genau das macht man hier gerade. Sehenden Auges und mit vollster Absicht. Und wenn man die Schuldenbremse in einem Moment einhalten möchte, wo die privaten Haushalte sparen, wo die Unternehmen sparen und wo das Ausland das nicht ausgleicht, dann zerstört man mutwillig die Wirtschaft. Und genau das passiert gerade. Genau das sehen wir jetzt. Wir sehen, wie die Industrieproduktion einbricht. Wir sehen, wie das BIP schrumpft. Wir sehen, wie die Reallöhne deutlich negativ sind. Auch dazu werden wir gleich noch kommen. Also wir sehen einen wirtschaftlichen Absturz in allen Belangen. Und die Ampel sagt, ja, wir belasten die Bürger jetzt nochmal mehr durch Steuern. Vor allem arme Bürger mit einer hohen Konsumquote. Also die Bürger, die besonders stark die Wirtschaft anschieben durch ihren Konsum, die werden am stärksten belastet. Und das widerspricht jeglichem wirtschaftlichen Sachverstand. Der Commodore schreibt gerade im Chat, als ob Grüne und Rote etwas von Wirtschaft verstehen würden. Ja, die SPD hat mal was von Wirtschaft verstanden. Leute wie Willy Brandt und Helmut Schmidt, die haben eine konjunkturfördernde Politik gemacht. Die haben für Vollbeschäftigung gesorgt. Also es gab in der SPD mal Wirtschaftskompetenz. Aber als man sich dann dem Neoliberalismus zugewendet hat, als man so fähige Leute wie Oskar Lafontaine aus der Partei rausgeworfen hatte man ja nicht. Man hat einfach eine völlig falsche Politik gemacht, ihn an den Rand gedrängt und dann ist er ausgetreten und hat mit Die Linke gegründet. Da hatte man noch fähige Leute. Aber solche Leute wie Lafontaine, die, ja wie gesagt, die sind jetzt aus der SPD raus und bei den Grünen, da hattest du eh immer nur diesen neoliberalen Einheitsbrei. Also so hat Joschka Fischer eigentlich. Gibt es denn nur auch eine einzige Partei, die eine sinnvolle Wirtschaftspolitik fordert? Ja, das Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Partei ist zwar noch nicht gegründet, aber die haben jetzt Fabio Di Masi akquiriert. Also einen wirklich renommierten Finanzpolitiker bei den Linken, der Maurice Höfgen, vielleicht kennt ihr den ja, der war mal wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fabio Di Masi. Also er hat Maurice Höfgen quasi in diese Position gebracht, in der er heute ist. Also das ist eine sehr gute Entwicklung, die wir da gerade sehen. Also das Bündnis Sahra Wagenknecht, das hat sich da richtig Wirtschaftskompetenz reingeholt. Weil es ist ja wichtig zu verstehen, ob sie nicht eigentlich immer noch... Was ist mit der Wirtschaftsunion? Meinst du mit der Wirtschaftsunion? Du meinst... wen meinst du mit der Wirtschaftsunion? Auch wie auch Ihre beiden Fraktionsvorsitzenden, Frau Lang, sagen, wir kämpfen weiter um eine Reform der Schuldenbremse und unterstützen den Kanzler da auch. Ja, natürlich kämpfen wir weiter für eine Reform der Schuldenbremse. Das ist doch klar, weil man nicht, wenn man sich auf einen Kompromiss innerhalb einer Regierung einigt, plötzlich einen gemeinsamen Parteitagsbeschluss hat, sondern natürlich sind wir drei unterschiedliche Parteien mit drei unterschiedlichen Positionen. Mhm. Und ich bin der Meinung, was wir jetzt hinbekommen haben, ist eine Lösung, die funktioniert für 2024. Wir schaffen es, dass weiter in Wettbewerbsfähigkeit investiert wird. Wir schaffen es, dass wir den Klimaschutz nicht nachlassen und den sozialen Zusammenhalt erhalten. Mhm. Aber wenn ich langfristig schaue, auch nach der nächsten Bundestagswahl, will ich, dass die Schuldenbremse reformiert wird und wir eine stärkere Trennung von konsumtiven Ausgaben machen, also denen, die einfach laufen, und investiven, wo wir wirklich in öffentliches Vermögen investieren, in unsere Bildung, in unsere Wirtschaft, in die Klimaneutralität. Das ist die Zukunft. Herr Dürr sieht das anders, aber wir werden im nächsten Bundestagswahlkampf auch gegeneinander antreten mit unterschiedlichen Positionen. Nun wird der CO2-Preis... Aber ich will einmal noch mal CDU, die FDP sehen nichts relevant anders. Auch die Grünen stehen völlig kommen hinter dieser Sparpolitik.
Also die FDP, es kann ja nicht sein, dass sich die FDP in allen Bereichen durchsetzt. Die Grünen und die SPD sind genauso neoliberale Parteien wie SPD, wie FDP und CDU. Also egal, wer von diesen vier Kartellparteien an der Macht ist, es ändert sich nichts. Eine Sache, weil ich da schon nachfragen würde. Ich meine, wer hat die Agenda 2010 durchgesetzt? Das war nicht die FDP. Wer hat uns die Rente mit 67 beschert? Das war nicht die FDP. Das waren SPD, Grüne und CDU, die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Wer hat die Mehrwertsteuer auf 19% erhöht? Das war nicht die FDP. Kommen wir nochmal hin. Unter der Herrschaft von welchen Parteien ist die Tarifbindung mittlerweile 50% gesunken? Also nur noch die Hälfte aller Beschäftigten fällt unter Tarifbindung. Das war früher mal viel, viel höher. Und welche Parteien haben die Zahlen Sozialwohnungen von 3 Millionen auf 1 Million fallen lassen? CDU, FDP, SPD und Grüne. Alle vier Altparteien waren an diesem Wirtschaftskrieg gegen die breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung beteiligt. Und wer hat davon profitiert? Die deutsche Exportindustrie, die Finanzindustrie und das internationale Finanzkapital. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung durfte das alles bezahlen. Wir haben ja klar gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Union hat das auch immer wieder klar gesagt, auch ein demokratischer Wert, finde ich, in diesem Land, dass alle demokratischen Parteien das in aller Klarheit sagen. Dann kann ich mir aber nicht vorstellen, dass in einem Moment, wo sich die Situation in der Ukraine verändern würde, wo wir nochmal deutlich mehr Gelder brauchen als das, was wir gerade haben, die Union tatsächlich sagen würde, dazu sind wir nicht bereit, das zu finanzieren. Wenn Olaf Scholz plötzlich... Du meintest wahrscheinlich die Mittelstandsunion. Das ist halt so eine Lobbyvereinigung von großen Unternehmerverbänden, die sich innerhalb der CDU befindet. Also hier sieht man auch sehr schön, wessen Interessen die CDU dient. Also die ist natürlich auch stramm neoliberal, die vertritt natürlich auch nur die Großunternehmen und nicht den Mittelstand. Also wenn die CDU von Mittelstand redet, dann meint sie Leute wie Friedrich Merz und nicht den kleinen Handwerker. Das sollte uns allen klar sein und das gilt natürlich auch für die Mittelstandsunion. Also da hat das Großkapital direkt einen Mittel, wie es in die CDU hineinwirken kann. Wenn ich so ein Wording einführt, wir reden von einem Überschreitungsbeschluss. Ich gucke ins Grundgesetz, das kennt das Grundgesetz überhaupt nicht. Überschreitensbeschluss. Überschreitensbeschluss. Es ist etwas, wo man den Eindruck hat, dass diejenigen, die gerade vom Verfassungsgericht in dreifacher Weise dem Verfassungsbruch überführt worden sind, nach neuen Wegen suchen. Niedrigschwelliger möglicherweise, als das Verfassungsgerichtsurteil vorsieht, wieder zusätzliche Schulden zu machen. Und das muss man jetzt mal klar sagen. Die Schuldenbremse des Grundgesetzes auf der Bundesebene sieht vor, dass man zum einen strukturell sich sogar verschulden kann. Das sind über 13 Milliarden im kommenden Jahr. Dass man darüber hinaus wegen der konjunkturellen Schwäche sich um weitere 2,6 Milliarden verschulden kann. Und das muss angesichts von Rekordsteuereinnahmen reichen. Und man kann auch nicht sagen, dass alle Krisen, die wir erleben, auf Dauer neben dem Kernhaushalt finanziert werden können, sondern man muss mit der neuen Realität leben. Und wir haben hohe Steuereinnahmen. Wir haben Schuldenbremse, die auch Spielraum gibt. Und mehr darf man zu dem jetzigen Zeitpunkt mit aller Kenntnis, was wir heute über den Ukraine-Konflikt kennen und was wir heute an Herausforderungen... Bevor wir gleich zum Ukraine-Krieg kommen, danke an Lexi für den Raid, falls du mich gerade geradet haben solltest. Ich sehe das hier im Chat nicht so eindeutig, aber hier schreiben gerade einige Zuschauer, dass du mich geradet hast. Wir kommen darauf nochmal zurück. Es ist tatsächlich ja jetzt schon das Reden über eine neue Notlage. Also du hast mich geradet, schreibst du gerade. Vielen Dank. Aussetzen der Schuldenbremse. Darauf hat sich ja nun die Ampel aber erstmal nicht verständigt. Wir versuchen noch mal ganz kurz zurückzukehren zu dem, Frau Dunz, was jetzt entschieden ist und beschlossen ist für vier. Hättest gerne mal, dass mal über die Sinnhaftigkeit von der Aufrüstung oder den ganzen Ukraine-Hilfen debattiert wird. Oder über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse generell. Aber hier kann man ja eh keine andere Meinung erwarten. Wie gesagt, wir haben hier vier Vertreter der Altparteien und dann noch den Tenhagen, der sich um Verbraucherschutz kümmert. Ist sicherlich auch wichtig in so einer Diskussionsrunde, aber falsch aufgehoben. Da bräuchte man einen Makroökonomen, da bräuchte man jemanden wie Heiner Flassbeck, der da mal mitdiskutieren würde. 24, da wird es erstmal diese CO2-Preiserhöhung geben. Es wird Steuern geben, die FDP eigentlich immer ausgeschlossen hat. Also zusätzliche Steuererhöhungen oder Abgaben. Agrardiesel, dann diese Plastiksteuer, von der man, glaube ich, gar nicht wusste, dass die
mal vom Staat bezahlt wurde. Und jetzt weil Deutschland die EU-Regeln noch nicht eingehalten hat, muss der Staat das bezahlen, weil wir das noch nicht umgesetzt haben. Da würde ich mich fragen, wer das nicht umgesetzt hat. Aber also, das war ein echter Entbürokratisierungsbeitrag. Wir werden erleben, wenn das umgesetzt wird, was wird da für eine neue Bürokratie aufbauen. Schon wieder nochmal die Frage und eben CO2-Steuerbepreisung. Und schon wieder hat man dabei die Entlastung der Bürger vergessen? Oder stimmt diese Argumentation von Frau Lang zu sagen, das, was wir den Bürgern da ansonsten geben, ist schon so viel, dass diese, wenn auch stärkere Erhöhung des CO2-Preises jetzt eigentlich schon kompensiert ist und schon mit drin ist? Oder sagen Sie, nee, man hat jetzt bei den CO2-Preisen, gehört ja eigentlich immer das Klimageld dazu, man hat schon wieder die soziale Abfederung vergessen? Zumindest fehlt dieses Signal. Also ich glaube nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger das so verstehen, wie Frau Lang das gerade erklärt hat, dass sie am Ende unterm Strich gut bei rausgehen werden, sondern es wäre ein Signal gewesen, dieses Klimageld, was ja im Koalitionsvertrag steht, allerdings zeitlich nicht definiert. Insofern ist das sehr schwammig. Aber wenn man aus dem Fehler des Prozesses des Heizungsgesetzes gelernt hätte, dass man sagt, wir haben eine Belastung, aber die, von denen wir glauben, dass sie das nicht bezahlen können oder dass ihnen auch 15 Euro wehtun. Sie haben gerade so pauschal gesagt, 15 Euro mehr Sprit, das ist ja immer ganz, kommt ja immer ganz drauf an, jeder. Ja, aber das ist ja, das kann man doch überhaupt nicht verallgemeinern. Jedenfalls ein Signal zu setzen, dass diese Menschen entlastet werden. Und dieses Klimageld ist so gut wie weg. Also ich habe jetzt nicht in der Koalition gehört, dass man das ernsthaft versucht, bis 2025 noch in Gang zu setzen. Und das wäre zumindest ein Signal gewesen, zu gleicher Zeit zu entlasten. Gleiche Frage. Ich halte mich nicht mehr auf den Platz, wenn ich das sagen darf, Frau Illner. Sie müssen aber noch sitzen bleiben. Ja, weil nach dem, was Herr Braun gerade gesagt hat. Nicht noch mal zur Ukraine, da kommen wir noch. Nee, ich will nicht gar nicht zur Ukraine. Okay. Ich will zu der Frage B und Entlastung was sagen. Okay. Weil das wirklich wichtig ist. Wir haben bereits beschlossen, für den kommenden Haushalt. Nicht noch mal aufzählen, was Sie alles getan haben. Hat ja Frau Lang schon gemacht. Doch, Frau Illner, das ist deshalb wichtig, weil der Eindruck entstehen könnte, dass hier übermäßig belastet wird. Und das exakte Gegenteil ist richtig. Yeah. 15 wir Milliarden eigentlich erlöst Euro Entlastung. Durch Sie. Ich will einfach die Zahlen darstellen, weil ich glaube, wenn man so virtuell diskutiert, dann kann das kein Zuschauer nachvollziehen. 15 Milliarden Euro für die arbeitende Mitte. Yeah. 6 Milliarden Euro für das Wachstumschancengesetz, was bedauerlicherweise zurzeit noch, ich hoffe, dass. Also. Dieses ganze, dass diesem Theater von Christian Dürr auch keiner widerspricht, das zeigt erstmal, was für eine inkompetente Journalistin die Maybrit Illner ist. Und zum anderen, ja, dass hier nur Vertreter der Altparteien sitzen und sich diese Altparteien wirklich keinem relevanten Belang unterscheiden. Einkommen bis 50.000 Euro sowohl von Alleinerziehenden als auch von Singlehaushalten werden stärker belastet. Familieneinkommen bis 42.000 Euro werden stärker belastet, also bei Familien mit zwei Kindern. Also es ist eine Mehrbelastung, vor allem für die Ärmeren und die Mitte, was die Ampel hier beschlossen hat. Das ändert sich. Und das, nachdem die Ampel durch ihren völlig irren Wirtschaftskrieg gegen Russland, diese mutwillige Zerstörung unserer Wirtschaft, die energieintensive Industrie schon 20% Produktion gekostet hat. Also nachdem die Ampel damit die Reallöhne in der Spitze um 5% runtergesetzt hat letztes Jahr. Also im Jahr 2023 scheinen die Reallöhne nicht mehr zu schrumpfen. Da kann sich die Ampel bei den Gewerkschaften bedanken, weil die Nominallöhne so stark steigen. Also es sind wirklich nur die stark steigenden Nominallöhne, die uns vor noch höheren Reallohnverlusten bewahren. Diese stark steigenden Nominallöhne kurbeln auch die Konjunktur an. Also wir sehen, wie sich der private Konsum gut hält, weil die Gewerkschaften so hohe Abschlüsse durchgeboxt haben. Also da kann sich die Ampel bei den Gewerkschaften bedanken. Sie selbst hat dazu nichts beigetragen. Ganz im Gegenteil, die Arbeitslosigkeit erhöht sich schon. Und das wird über kurz oder lang auch wieder Druck auf die Löhne ausüben. Also ja, die Ampel ruiniert gerade absichtlich unsere Wirtschaft. Sie senkt die Realeinkommen der Menschen in jeder erdenklichen Hinsicht. Und dann erzählt uns Christian Dürr hier irgendeinen Schwachsinn von Entlastungen. Sich von der Union im Bundesrat aufgehalten wird, damit mehr investiert wird in Deutschland. Und weitere 3 Milliarden Euro für das produzierende Gewerbe. Also echte steuerliche Entlastung im kommenden Jahr. Und jetzt reden wir davon. CO2-Preiserhöhung. Ganz eine genau. CO2-Preiserhöhung, die nicht kompensiert wird, nicht sozial kompensiert wird durch das Klimageld, wo, ich lese Ihren Chef vor, und da schweigen Sie eine Sekunde, Christian Lindner fand CO2-Preiserhöhung stärkere Erhöhung des CO2-Preises im Juli dieses Jahres schon mal richtig blöd und sagte, wer da über eine Erhöhung nachdenke,
solle die konjunkturelle Entwicklung nicht vergessen und solle den Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nicht vergessen. Also, auch fand dank, er schon mal richtig auch, blöd. Auch dank der besseren Haushaltspolitik dieser Koalition ist jetzt zum Glück die Inflation wieder nach unten gegangen. Und nein, Herr Braun, da brauchen Sie nicht lachen, weil dann müssen wir jetzt wirklich auch ernsthaft mal drüber reden. Gerne. Ganz konkret, das, was beim CO2-Preis zwischen Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner beschlossen worden ist, ist das, was die Große Koalition von Herrn Braun längst beschlossen hat. Ich will nur das Gesamtkonzept darstellen. Also wir haben, wenn wir uns einen Haushalt anschauen, ich habe das vorhin schon gesagt, eine arbeitende Familie der Mitte wird über 500 Euro steuerlich entlastet und hat Mehrbelastung von etwa 100 Euro insgesamt beim CO2-Preis. Also nur beim CO2-Preis, okay, ja. Aber dann nimmt du die ganzen anderen Mehrbelastungen raus. Also Lkw-Maut, Erhöhung der Steuern auf Gastro, auf Fernwärme, auf Gas. All das nimmt Dürr dann hier raus. Also das ist eine Milchmädchenrechnung, die er uns hier gerade präsentiert, um uns zu manipulieren. Und da korrigiert ihn natürlich auch niemand hier aus dieser Runde. Selbstverständlich nicht. Was wiederum zeigt, dass das hier ein geschlossener medialpolitischer Block ist. Dass die alle unter einer Decke stecken, dass die alle die gleichen Interessen vertreten. Oder fast die gleichen. CO2-Preis. Jetzt kommt ja noch das Netzentgelt. Ich habe hier dieses tolle Tablet. Ich wollte noch was sagen zu dem, wie die Ampel spart. Check, machen wir gleich. Gut. Ich wollte jetzt mal zeigen, was Check24 ausgerechnet hat und andere Portale, wie hoch die Belastung für eine vierköpfige Familie sein wird. Bei einem vierköpfigen Musterhaushalt. Endlich! Warum konnte da keiner Dürr widersprechen die ganze Zeit? Also jetzt bin ich gespannt, was für Zahlen hier Check24 rausgehauen hat, aber das ist wenigstens etwas. Rechnen Vergleichsportale für dieses Jahr mit Gaskosten von 2.167 Euro brutto. Durch die höhere CO2-Abgabe, das Ende der Preisbremse, später auch einer steigenden Mehrwertsteuer, allerdings geringerer Netzentgelte, geht man von insgesamt 370 Euro Mehrkosten fürs kommende Jahr aus. Die Stromkosten werden für dieses Jahr auf 1.827 Euro geschätzt. Hier schlagen das Ende der Preisbremse und höhere Netzentgelte zu Buche. Hieße nochmal 155 Euro mehr im kommenden Jahr. So, Kopfrechnen leicht gemacht. Das sind auch über 500 Euro, die gleich wieder rausfallen. Da ist der Das heißt, für eine durchschnittliche Familie, ja, die wird sogar etwas stärker belastet. Und ich hatte euch die Tabellen vom DIW schon gezeigt. Bei Alleinerziehenden und Singeln sieht das noch düsterer aus. Ritt noch nicht dabei. Habe ich gerade Singeln gesagt? Oh Gott, Singles. Plural bilden für Fortgeschrittene. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Also, dann werden jetzt natürlich Dinge durcheinander gemischt von dem, was bereits beschlossen worden ist in der Vergangenheit und das, was jetzt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wenn Politiker eine Mehrbelastung schon vor langer Zeit beschlossen wurden, dann darf man die nicht dazurechnen. Man darf nur neu beschlossene Mehrbelastung dazurechnen. Jetzt in der Nacht rausgekommen ist. Aber ich will noch mal, weil Herr Braun so nonchalant gesagt hat, die Ampel würde nicht bei sich selbst sparen. Mhm. Die Wahrheit, Herr Braun, ist, anders als die Große Koalition, haben wir schon zu Beginn der Wahlperiode einen automatischen Personalabbauschlüssel beschlossen im Haushalt, dass automatisch Personal reduziert wird. Das kam von Ihnen. Das kam von ganz Ihnen, im Ernst. Das kam Sie bauen von Ihnen ein Personal auf in Herr Braun, wenn ich das vielleicht im Zusammenhang darstellen darf. Das kam von Ihnen nie. Wir werden jetzt beispielsweise beim Bürger. Ja, und währenddessen werden altgediente Parteigenossen mit guten Posten versorgt. Also die FDP platziert beispielsweise Harald Christ, das ist so ein FDP-Parteisoldat, im Aufsichtsrat der Commerzbank. Was hat er dort zu suchen? Ja, ganz einfach. Er hat der FDP immer treue Dienst geleistet und wird dann jetzt mit einem gut dotierten Aufsichtsratposten vergütet. Geld sagen, ja, wir stehen zum Sozialstaat. Oder es gibt auch einen schlimmeren Korruptionsskandal. Also eine Beamtin, die in Lindners Finanzministerium für Steuerfragen zuständig ist, die hat auf einer Messe von Superreichen darüber geredet, wie man Steuerschlupflöcher ausnutzen kann. Das hatten Wolfgang Schmidt und Stefan Schulz im Neue 20er-Podcast besprochen. Also, ja, das passiert da gerade in der Ampel. Wir erleben offene Korruption an allen Ecken und Enden. Wir erleben, wie sich Parteifunktionäre selbst bereichern und jetzt wird hier irgendwas vom Personalabbau gefaselt. Keine Frage, aber gleichzeitig für total verweigert. Also es kann sein, dass in einigen Bereichen Personal abgebaut wird. Bei der Deutschen Bahn, da haben wir definitiv einen riesigen Personalmangel. Und da weigert man sich ja auch mit den Lokführern zu verhandeln. Also da ist sicherlich auf jeden Fall zu wenig Personal vorhanden. Da müsste man auf jeden Fall Personal aufbauen. Also wäre auch sicherlich die Deutsche Bahn wieder so zu organisieren, wie sie mal organisiert wurde.
sie also wieder zu einem Bundesunternehmen zu machen und die Lokführer alle zu verbeamten, also die Bundesbahn wieder einzuführen. Das wäre sicherlich sinnvoll. Da kann sein, dass bei der Deutschen Bahn an allen Ecken und Enden, dass die an allen Ecken und Enden kaputt gespart wird. Ihre Parteifunktionäre, die werden gut versorgt. Die, die sich auch der Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur verweigern, da werden wir reduzieren. Aber so viele, werden, wie haben Sie denn eine Zahl, wie groß dieser Anteil ist doch überhaupt nicht messbar bisher. Ja, also die Bundesagentur geht ja schon von Zahlen dabei aus, aber der Punkt ist, mitnichten ist es so, als ob hier nicht auch gespart wird und genau hingeschaut wird. Und nochmal, ich will noch mal einen Satz sagen, weil dann über die Schuldenbremse eben gesprochen worden ist. Ich kenne aktuell nicht einen Unionsministerpräsidenten, der aktiv gesagt hat, so wie es meine Partei tut, wir stehen zur Schuldenbremse. Herr Braun hat selbst in der letzten Wahlperiode die Schuldenbremse in Frage gestellt. So deswegen ein tue ich, nein, deswegen tue ich mir, soll ich Ihnen das Zitat noch mal vorlesen? Sehr gerne. Wir haben es offenkundig nicht gelesen. Ich habe mir das im Vorfeld der Sendung einfach noch mal rausgesucht, weil mir wichtig war, genau zu schauen, was Sie seinerzeit gesagt haben. Und der Satz lautete, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Haushaltsdisziplin nicht einzuhalten. Das ist fast mit Ansage gewesen seinerzeit. So, und jetzt will ich Ihnen, und jetzt haben Sie sehr viel gesprochen. Und deshalb sage ich Ihnen Folgendes. Das ist jetzt auch erlaubt. Erstens. Ja. Als wir gemeinsam das Bundeswehr-Sondervermögen gemacht haben, warum haben wir das getan? Wir haben 100 Milliarden neben der regulären Schuldenbremse. Warum? Weil wir nicht in der Lage waren, das innerhalb des normalen Haushalts abzubilden. Da hat Ihr Minister persönlich gesagt, der Helge Braun hatte recht. Wir haben einen anderen Weg gewählt, als den, den ich vorgeschlagen habe. Aber seitdem können Sie sich das Thema wirklich sparen. Nein. Das Zweite ist, wenn Sie sagen, die CO2-Bepreisung wäre etwas, da gehen Sie jetzt auf den Pfad der alten Regierung. Was Sie momentan machen ist, Sie haben in den letzten Monaten der Bevölkerung gesagt, wir senken die Energiepreise, wir helfen euch, wir machen eine Energiepreisbremse. Und die Menschen haben darauf vertraut. Dann sind sie schon, weil sie sich im ersten Entwurf Haushalt 24 nicht leicht einigen konnten, haben sie dann schon die Energiepreisbremse wieder eingesammelt und haben verschiedene Dinge erhöht. Und jetzt kommen sie am 15. Dezember und sagen, am 1.1. steigt die CO2-Bepreisung nochmal. Die Grundidee der CO2-Bepreisung ist nicht, viel Geld einzunehmen. Die Grundidee der CO2-Bepreisung ist zu sagen, auf lange Sicht steigen die Kosten. Die Grünen hatten uns bei der CO2-Bepreisung einst versprochen, dass die Einnahmen durch die CO2-Steuer wieder 1:1 an die Bürger ausgeschüttet werden sollten. Es also ein Klimageld für jeden geben sollte. Das war ein sehr guter Vorschlag. Und beim Strich hätten dadurch arme Haushalte sogar mehr profitiert als reiche. Also das war der ursprüngliche Vorschlag der Grünen. Jetzt will die Ampelkoalition davon nichts mehr wissen. Also wir wurden vor der Wahl von den Grünen offensichtlich verarscht. Jetzt erhöhen die CO2-Steuer nur um noch mehr Geld einzunehmen und die Geldleistung an die Ukraine trotz Einhaltung der Schuldenbremse noch bezahlen zu können. Ja. Damit ich bei meinen langfristigen Investitionen in ein Auto oder eine Heizung eine Entscheidung treffen kann. Aber Sie nutzen das Instrument, um den Haushalt zu machen. Wir sind nochmal bei Frau Lang. Das wäre unehrlich, wenn Sie solche Zahlen jetzt brauchen. CO2-Preisgeld wird in, festhalten, den KTF gehen. Mhm. Der wird finanzieren, was zu wenig jetzt in diesem berühmten Klimatransformationsfonds liegt. Der KTF ist übrigens ein Schattenhaushalt, den die Ampel überhaupt nur braucht, weil sie sich an diese Schuldenbremse halten will. Also halten jetzt in Anführungszeichen, denn natürlich werden dann mehr Schulden gemacht, also beispielsweise auch durchs Bundeswehr-Sondervermögen, das ja gar nicht mal von dem neuesten Verfassungsgerichtsurteil irgendwie tangiert wird, weil man es direkt in die Verfassung reingeschrieben hat. Da sagen manche Journalistenkollegen, das sei die Schmuckschatulle von Robert Habeck. Dagegen wehrt er sich natürlich. Das sind große Subventionen für die Industrie. Das sind Gelder, die Innovationen und Investitionen anstoßen sollen in der Wasserwirtschaft und anderes mehr. Diese Unterstützung von Stahl grün machen, von Intel, von RWE grün machen, die gibt es weiter für die richtig Großen. Und hier ist jetzt noch mal meine Frage. Aber bei den Bürgern? Sparen Sie und vergessen das Klimageld? Also was der KTF da... Das ist natürlich sinnvoll, eine strategische Industriepolitik zu machen. So viel, glaube ich, mal vorweg. Aber was da im KTF steht, das ist viel, viel zu wenig. Das kann nicht annähernd den Schaden ausgleichen, den die Ampel schon angerichtet hat. Ihr seht es hier. Produktion der energieintensiven Industriezweige 20% gesunken in den letzten 2 Jahren. Es ist ein einmaliger Absturz. Also wir leben gerade eine riesige Deindustrialisierung.
Die Produktion des gesamten verarbeitenden Gewerbes 5% niedriger als in der Spitze nach der Erholung nach Corona und ja 15% niedriger als zu ihrem besten zweiten 2018. Das ist die Entwicklung, die die Große Koalition und die Ampel in Deutschland angerichtet haben. Wir erleben eine enorme Deindustrialisierung. Und es gibt keine Maßnahmen, die ja irgendwie in nennenswertem Ausmaß dagegen wirken sollten. Wie gesagt, das, was der KTF macht, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das sind zudem noch sehr teure Investitionen für neue Industriezweige, die wir noch gar nicht in Deutschland haben. Man sollte stattdessen erstmal versuchen, die Industrie, die wir in Deutschland haben und die sehr gut produziert, die nicht mutwillig zu verjagen, indem man die Rohstoffpreise in die Höhe schießen lässt. Und deswegen sollte man endlich den Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden. Man sollte die Nord Stream Pipelines reparieren, beziehungsweise den einen Strang bei den Nord Stream Pipelines, der noch funktioniert, den sollte man sofort wieder aufmachen. Und dann hätten wir irgendwie wieder billiges Gas, dann hätten wir billigere Strompreise und dann bräuchten wir auch diese Preisbremsen für die Haushalte nicht. Dann könnte man die auch abschaffen, ohne dass das irgendeinen Schaden anrichten würde. Aber so streiten wir jetzt die Preisbremsen für die Haushalte und senken damit deren Realeinkommen noch weiter. Erstmal würde ich sagen, der CO2-Preis wird schon jetzt durch 85% über die EEG-Umlage zurückgezahlt. Zweitens, Sie haben recht, das Klimageld, die wir abgeschafft haben, die wurde abgeschafft. Und das sind ungefähr die Kosten. Also wir rechnen jetzt von 12,4 Milliarden, die reinkommen durch die Erhöhung des CO2-Preises oder insgesamt durch den CO2-Preis. Und ca. 10,3 Milliarden kostet die Abschaffung der EEG-Umlage. Das ist konkret eine Verbesserung bei den Bürgern und bei den Unternehmen. Ich teile aber den Punkt, den Sie gesagt haben, Frau Dunst, das kommt signalmäßig sehr wenig an. Und so ist es für mich auch wichtig, wir halten weiter fest am Klimageld. Wir brauchen einen Auszahlmechanismus. Ich hoffe, dass der so schnell wie möglich kommt. Sagt Chris. Gerade einer im Chat fragt, selbstverständlich profitieren die USA davon, wenn in Europa Industrie abwandert. Die USA haben ja auch schon seit Jahren Nord Stream 2 torpediert. Relativ unabhängig davon, wer an der Macht war. Also Donald Trump hatte da ja schon völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen gegen verhangen und Joe Biden hat im Februar 2022 ja diese berühmte Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat, wir werden Nord Stream 2 verhindern, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert. Und dann fragt die Reporterin, im Moment mal, Deutschland ist doch ein souveräner Staat, wie geht das denn? Und Joe Biden dann so, ich verspreche Ihnen, wir werden das zu einem Ende bringen. Ja, mittlerweile ist nicht nur Nord Stream 2, sondern auch Nord Stream 1 zu einem Ende gebracht worden. Und Lindner, ich will auch, dass wir es dann so früh, nö, das hat nicht, der funktioniert nicht, sondern der wird irgendwann funktionieren und der wird hoffentlich kommen, dass es schnell möglich ausgezahlt wird. Ich verwehre mich aber wirklich dagegen, dass man so tut, als ob der Klima- und Transformationsfonds, das wären irgendwie ein paar grüne Spielprojekte und ein paar grüne Lieblingsprojekte. Macht Herr Habeck auch. Hier ist die Frage, Wettbewerbsfähigkeit auch, die Wirtschaft, auch die Wirtschaft beklagt sich. Es geht um Infrastruktur, es geht um Arbeitsplätze und bei diesen Arbeitsplätzen, da geht es auch um soziale Existenzen. Ich nehme das Beispiel, Sie haben Saarstahl angesprochen. Da war Robert Habeck diese Woche dort und hat klar gesagt, die Gelder kommen weiterhin. Das heißt, grüner Stahl wird in Zukunft nicht in China produziert, nicht in den USA produziert oder auch dort, aber er wird vor allem auch in Deutschland produziert. Und dann sieht man die Gesichter der Arbeitnehmer dort und für die ist das kein, da passiert irgendwie eine nette Unterstützung von dem Unternehmen, sondern da hängen Familien dran, da hängen Existenzen dran, da hängen Ängste und Träume dran. Und deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir sagen, die zentralen Projekte aus dem KTF werden fortgeführt. Wir stärken unseren Wirtschaftsstandort, wir sichern Arbeitsplätze und wir sorgen auch dafür, dass Deutschland international im Wettrennen mit den USA, mit China, das nicht wird abgehängt heftig wird. Diskutiert und es ist jetzt bei diesen Diskussionen um den Haushalt auch diskutiert worden, ob 10 Milliarden für Intel nicht die Spitzenfirma, wenn es eben um diese Produktchips geht, angemessen sind. Und auf der anderen Seite klagt der Mittelstand und klagen die kleinen Firmen, dass sie mit einer Stromerhöhung von wenigstens 20% rechnen im neuen Jahr. Das sind vor allen Dingen die Netzentgelte, weil wenn die Netzentgelte wieder kommen, sind das 3,3 Cent über den Daumen gepeilt pro Kilowattstunde. Und wenn ein Mittelständler oder ein Unternehmen wenig für den Strom bezahlt, weil sie häufig weniger bezahlen als wir Privatverbraucher, dann sind 3,3 Cent ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Dann kann das schon mal... Okay, dass der Ten Hag da drin sitzt, das ist für diese Detailfragen hier tatsächlich ganz hilfreich. Also er ist noch der in der Runde, der am besten irgendwas Inhaltliches zu sagen hat. Obwohl, wie gesagt, die makroökonomische Perspektive fehlt, die ich hier gerade zu geben versuche. 15 oder 20% sein. Also, aber er sagt wenigstens, warum bestimmte Maßnahmen zu bestimmten Preiserhöhungen führen. Und die Berechnungen vorhin, also die waren ja auch schon ziemlich eindeutig.
Also da die Frage, die Großen schützen wir, die Großen sind die Signalwirkungen und der Mittelstand, die kleinen Industriellen, beschweren sich? Das stimmt so nicht ganz. Also es stimmt, dass wir die Abschaffung der, oder die Senkung der Netzentgelte nicht mehr abbilden können. Was aber weiterhin kommen wird, ist die Senkung der Stromsteuer. Das war Teil von einem Strompreispaket, wo wir gesagt haben, für die ganz Großen, die sind bei Netzentgelten schon ausgenommen, da sorgen wir dafür, dass die entlastet werden und gleichzeitig senken wir für die Fläche die Stromsteuer. Ich will aber auch mal sagen, dass in dieser großen Industrie, ich komme selbst aus dem Wahlkreis, wo sehr viele Arbeitsplätze zum Beispiel an Bosch dranhängen, da hängt auch Mittelstand dran, da hängen auch kleinere Unternehmen dran. Da einfach mal zu sagen, ob die ins Ausland gehen oder nicht, ist für uns egal. Und ich will auch sagen, wir schauen, glaube ich, alle auf ein nächstes Jahr, wo wir 3 Landtagswahlen im Osten haben, wo diese Frage, ob der Osten sich gerecht behandelt fühlt, ob man auch dort sagt, Transformation ist etwas, was mit Gewinn einhergeht, oder dass man Verlust einhergeht, eine große Bedeutung hat. Deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir weiterhin sagen, wir stärken den Osten und wir sorgen dafür, dass sich dort Zukunftstechnologien ansiedeln. So, und trotzdem, Sie kennen die Wirtschaftszahlen, Herr Dürr. Sie verfolgen das genauso, was die Institute da hochrechnen für das nächste Jahr. Da ist jetzt mal gerade eine Rezession für 0,3, 0,4% vorausgesagt. Das hätte, so ist die Argumentation der Ampel, noch mehr werden können, wenn es diese Investitionsentscheidungen jetzt nicht gegeben hätte. Hätte, Fahrradkette. Aber am Ende ist natürlich wirklich die Frage, ob die Firmen diese Regierung überleben werden. Also Firmen haben Corona überlebt und Firmen haben die Finanzkrise überlebt. Aber werden sie diese Regierung überleben, wenn tatsächlich weiter die Energie- und Stromkosten steigen? Ich erwähnte es vorhin, also über die Frage. Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage. Mal gucken, was der FDP-Generalsekretär darauf jetzt zu antworten hat. Wir, bevor wir uns seine Antwort anschauen, das ist jetzt nämlich das Letzte, was wir uns für heute anschauen werden. Ich werde den Stream gleich nämlich beenden. Noch mal kurz die Statistiken. Im Baugewerbe. Es geht stagniert bzw. geht tendenziell bergab. Vor allem der Auftragseingang ist enorm stark eingebrochen. Im verarbeitenden Gewerbe, der Auftragseingang ist auf dem Stand von 2014, 2015. Also es ist eine absolute Katastrophe, was wir dort sehen. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe, die ist 15% unter dem Niveaus von 2018. Und in der energieintensiven Industrie, da sieht es noch ein bisschen schlimmer aus, die ist fast 25% unter den höchsten Niveaus, die sie 2017 erreicht hat. Beziehungsweise, auch so um den Dreh. Also es ist eine absolute Katastrophe, was hier gerade passiert. Und die Regierung tut nichts, was irgendetwas gegentun würde, sondern sie verschärft diese Situation durch ihre Sparpolitik. Die Reallöhne, jetzt muss ich wieder auf Reallohnindex umschalten, die Reallöhne sind richtig stark eingebrochen. Also wenn man die Gesamtreallohnentwicklung seit 2020 nimmt, dann sind die ungefähr 5% eingebrochen. Die Gewerkschaften haben zum Glück starke Lohnzuwächse erkämpft, weswegen die Reallöhne 2023 nicht noch ein Jahr einbrechen werden. Und auch das ist eine absolute Katastrophe. Die Ampel belastet vor allem arme und mittlere Einkommen noch viel stärker. Also niedrigere und mittlere Einkommen werden viel stärker belastet. Durch die ganzen Reformen, die Ampel für nächstes Jahr beschließt, die Preisbremsen, die aufgehoben werden beispielsweise. Das ist die Situation, die wir haben. Dazu kommt noch, dass die Unternehmen in Deutschland nicht investieren, sondern sparen. Und die Zinserhöhungen der EZB, die ja auch den Wohnungsbau abwürgen, dass die das nicht verbessern werden. Also wir sehen einen Niedergang in allen Bereichen. Wir sehen eine wirtschaftliche Situation, in der der Staat eigentlich enorme Schulden machen müsste, in der die Zinsen auf Null gesenkt werden müssten, in der wir riesige Investitionsprogramme auflegen müssten. Wir sehen eine Situation der Unterbeschäftigung, der Unterauslastung. Wir sehen, dass der Staat eigentlich investieren müsste, dass der Staat Arbeitsplätze schaffen müsste, dass der Staat endlich für vernünftiges Wachstum sorgen müsste und dieses exportorientierte Wirtschaftsmodell endlich wieder auf den Binnenmarkt umstellen müsste. All das sehen wir. Und das hat Maybrit Illner jetzt ein bisschen pointiert in einer Frage zusammengefasst, aber es ist einmal eine kritische Frage. Das ist schon traurig, dass man froh über so leise Kritik ist, aber es ist schon mal eine kritische Frage. Was sagt jetzt der FDP-Generalsekretär dazu? Der EEG-Umlageabschaffung, das hat diese Koalition gemacht. Aber zweitens, deswegen haben wir im Deutschen Bundestag mit Mehrheit das Wachstumschancengesetz beschlossen. Okay. Deswegen haben wir gesagt, Investitionen in die Zukunft. Das ist Volksverarsche. Das Wachstumschancengesetz wird sowieso erst in ein paar Jahren in voller Wirkung auftreten. Und das sind dann 6,5 Milliarden, die an Steuersenkungen vor allem an Unternehmen gehen. Also es wird die Konjunktur so gut wie überhaupt nicht beeinflussen. Also diese ganzen, wir haben gigantische Fehlentwicklungen. Ein Produktionseinbruch in der energieintensiven Industrie von 20%. Ein Einbruch des Auftragsbestandes im Wohnungsbau von 10, 20%. Und was sehen wir?
nichts. Wir sehen Luftnummern wie dieses Wachstumschancengesetz. Eine sehr, sehr niedrige Steuersenkung für vor allem große Unternehmen. Abschreibungen kommen jetzt etwas einfacher gemacht werden. Das wird die Investitionen überhaupt nicht anregen. Also das hier ist wirklich Betrug am Wähler. Und man kann wirklich nur hoffen, dass die FDP durch solche Plattitüden, durch so eine Simulation von Politik endlich aus dem Bundestag geworfen wird. Digitalisierung, Klimaschutz, die sollen sich steuerlich für Unternehmen lohnen. Und das ist auch unsere Antwort an der Stelle. Und deswegen ärgert es mich, dass die Union es im Bundesrat auffällt. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Ich hoffe, dass man da... Wie gesagt, das Wachstumschancengesetz ist völlig irrelevant. Das wird so gut wie nichts. Also an der aktuellen konjunkturellen Lage ändert es 0, gar nichts. An der konjunkturellen Lage in ein paar Jahren wird es fast nichts ändern. Also es wird so gut wie keinen Einfluss haben. Es kann doch sein, dass ein Unternehmen sich dazu entscheidet, sich vielleicht eine Maschine mehr einzuschaffen, weil es sie schneller abschreiben kann. Aber das ist absolut die Ausnahme. Also der Multiplikator bei solchen Steuersenkungen für Unternehmen, der ist sehr, sehr klein. Also das ist, wie gesagt, eine Simulation von Politik, was wir gerade erleben. Wir erleben, wie die Wirtschaft gegen die Wand fährt. Und stellt euch unsere Wirtschaft als ein Auto vor, das fährt gerade gegen die Wand, volle Kanne. Und die FDP, die diskutiert darüber, ob wir nicht einen neuen Duftbaum ins Auto hängen wollen. Also das ist ungefähr die Situation. Ich glaube sogar ganz offen, Herr Braun, dass man da zur Einsicht kommen wird und dass die Union das schlussendlich... Sie wissen, warum die Union das auffällt? Weil 2/3 der Kosten bei den Kommunen und Ländern landen. Und die Mehreinnahmen am Ende auch, wenn es wirtschaftlich aufwärts geht. Das ist ja nicht für die Union argumentieren. Wir reden ja von Gemeinschaftssteuern an der Stelle. Ja. Ich würde mir einfach wünschen, anstatt sich immer nur abzugrenzen, dass man sagt, hier ist doch ein Gesetz, von dem wir doch eigentlich alle sagen, jawohl, das muss auch eine Antwort auf das sein, was die Amerikaner machen. Das ist durch den Deutschen Bundestag jetzt gegangen, das führt zu mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätzen, am Ende übrigens auch aus Haushältersicht, Herr Braun, zu mehr Steuereinnahmen. Das sollte jetzt auch freigegeben werden. Das wäre mein Weihnachtswunsch eigentlich. So, da sind wir jetzt schon bei Wünsch dir was? Wenn man die Bürokratie, die in dem ganzen Gesetz steckt, noch mal deutlich entschlackt, weil das Ganze bisher etwas ist, wo und die... Jetzt kommt schon wieder diese Luftnummer mit dem Bürokratieabbau, den Versprechen uns diese ganzen neoliberalen Hanseln seit 30 Jahren. Es passiert nichts und wieder nichts. Also wenn die Bürokratieabbau sagen, dann meinen die eigentlich Abbau von Sozialstandards. Also beispielsweise lasst uns doch mal den Mindestlohn streichen, der verursacht ja so viel Bürokratie beispielsweise. Also das ist auch absolute Ablenkungsdiskussion. Das zentrale Problem ist die Explosion der Energiepreise. Das zweite Problem ist sind die Zinserhöhungen der EZB, die von dieser Bundesregierung, vor allem vom SPD-Politiker Joachim Nagel, weiter befeuert wurden. Und das sind die Probleme, die unsere Wirtschaft hat, und daran könnte diese Bundesregierung etwas ändern. Sie könnte beispielsweise vergünstigte Kredite zum privaten Wohnungsbau rausgeben. Sie könnte die Wohnungsgemeinnützigkeit wieder einführen. Sie könnte Wohnungsbauprogramme auflegen. Sie könnte Subventionen an die energieintensive Industrie zahlen und diese Preisbremsen so lange verlängern, wie die Energiepreise erhöht sind. Und sie könnte vor allem auf EU-Ebene endlich dafür sorgen, dass dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland endet. Dieser Wirtschaftskrieg ruiniert unsere industrielle Basis. Er sorgt für eine gigantische Deindustrialisierung und irgendwelche Luftnummern, Wachstumschancengesetz und Bürokratisierung. Und am Ende, also wie gesagt, seit 30 Jahren wird das versprochen und immer nur mehr Bürokratie aufgebaut worden. Also das ist, hat nichts mit der Realität zu tun, was in dieser Talkshow erzählt wird. Ist auch schade, dass Maybrit Illner den FDPler hier anscheinend so davonkommen lässt. Wie gesagt, wir werden hier drauf wahrscheinlich noch weiter reagieren, aber für heute reicht's erstmal. Ich werde euch jetzt noch zu imbraden. Viel Spaß an der Stelle. Mehr brauche ich hierzu nicht sagen. Das ist einfach... man will dem Volk Sand in die Augen streuen durch solche Talkshows. Man lässt hier nicht umsonst vier Vertreter der Altparteien diskutieren. CDU-Politiker, grüne Politikerin, FDP-Politiker und eine Vertreterin des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, namens implizit der SPD. Ich hatte es vorhin gesagt, ich zeige es euch nochmal. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland gehört der Verlagsgesellschaft Matzak, und die ist und deren größte Kommandistin ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, welche der SPD gehört. Also wir haben hier de facto eine SPD-Vertreterin in der Runde. Also vier Vertreter der Altparteien, die alle keine Lösung anzubieten haben. Nur das gleiche neoliberale Gewäsch, was wir seit 40 Jahren hören. Die können, also diese ganze Politik kann man in die Tonne treten. Wir können nur hoffen, dass die FDP aus dem Bundestag liegt und SPD, Grüne und CDU enorm verlieren bei den letzten Wahlen. Ich gehe eh nicht davon aus, dass die aufwachen. Wir brauchen neue Parteien. Das ist eine einzige Katastrophe, was diese Regierung hier gerade anrichtet. Und die CDU würde nichts besser machen. Das muss man sich immer klar vor Augen halten. Dem muss man sich immer gewahr sein.